Herzlich willkommen hier. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in auf dem Arsch. Ich hole jetzt gleich mal Dünger und dann fahren wir Richtung Feld Nummer 17 und ja, erstmal 17 und dann werden wir die 18 auch noch düngen. Und eine voll zu tun. Und dann geht gleich los Schweine Richtung zu weit gefahren. Jo. Gut, hier geht er, ne? Das ist ein kleiner Hänger, okay, das passt auch. Dann Dünger brauchen wir nicht so viel. So, Richtung und das, ja, eine Plane oder sowas. Wir müssen schon, ne? Wir kriegen eine Luftschwäche. Wir fahren Richtung 17. Ups. Wir fahren rechts, sind nicht in England, ne? Jo. Hört ihr was? Ich glaub schon. Ich höre nichts. Aber mein Ton ist ja unabhängig von eurem Ton. Das macht es ja mal so schwierig, weil ich ja dann nie genau weiß. Oh. Ist der Ton laut genug oder leise? Ne? Also das, aber ich habe den Ton jetzt seit mehreren Wochen nicht umgestellt, also muss ich ja passen. Ne? Hoffentlich jedenfalls ganz stark. Mann, ich höre immer ein bisschen abends mal rein, das mache ich ja zur Probe. Vor allem, wenn ich die Beschreibung fertig mache. Und das ist meistens zu spät. Ne? So. Wie gesagt, da ist er fast fertig, da auch. Der muss nach da und nach da. Dann kann er da auch noch düngen später. Und der geht gleich hier rüber und dann darüber und dann da. Der macht das und das. Und wahrscheinlich das Feld. Wahrscheinlich. Betone wahrscheinlich. Das ist dann immer so eine Sache. Also was später mal Kopf kommt, ist unberechenbar. Müsste eigentlich hinkriegen normalerweise. Wir gehen mal Richtung Hof zurück. Gut, da hätten wir auch noch so Noten, ne? Und da ist der Kalk drin. Ich brauche nur ein LKW. Na, kommt vorbei. Dann nicht mit dem blauen LKW. Der kommt vorbei. Können wir mit dem weißen fahren. Was man noch weiß erkennen kann, ne? So. Mal kurz überlegen, was ich jetzt machen will. Achso, hier die Tiere. Die Schweine zum Schlachterei, ja genau. Das wollte ich machen, weil damit langsam wieder voll. Vor allen Dingen sind die mittlerweile schon wieder schlachtreif. Kühe müssten auch mal umgestaltet werden, also die Kälber in den nächsten Stall. Aber die Schweine sind wichtiger, die sind auch zu vermehrungsfreudig, ne? So. Ob man den auch lackieren könnte, sieht so furchtbar aus. Ich glaube, der ist schon so gekauft. Ja, da müsste bald lackiert werden. Oh. Das ist ja mehr Rost als alles andere. Also. Da muss ich immer Sandstrahlen vorher. Aber bestimmt dünnes Blech, das geht garantiert nicht. So, Schweine. Eine Stunde hat geschlagen. Aber wir müssen hier doppelt arbeiten. Wir müssen zum einen müssen wir die Ferkel überbringen von diesem Stall auf dem anderen und die unsere Schlachttiere müssen das war ja so nicht eingeplant. Das kommt ja so nichts. Guck mal die Zeit.
Aber wir werden mal die Schweine wegfahren. Da möchte ich ja noch heute noch Geld verdienen. Drei Folgen wollte ich heute machen. Das sind nur zwei. Das sollte heute eigentlich die Samstagfolge sein. Ich wünsche allen schönen Samstag. Ich kann mich natürlich auch irren, ne? Also schließe mal nicht aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, 0,2, das ist zu wenig. So, das sind die ab 0,4. Also 100 Kilogramm ist ein gutes Maß. Früher hat man gesagt, 100 Kilo sind gut, was drüber ist, ist zu fett. Natürlich ist männlich und weiblich ein Unterschied, aber das ist ja so, ne? Das sind jetzt Tiere, wie viel? Keine Ahnung. Na, ne, 0,4. Jahre. Also 100 mal ein Kilo. Es können auch, sind auch verschiedene Rassen dabei. Und daher ist es. Darf es gerne mal ein paar Kilo mehr oder weniger sein. Also. Unterschiede. Das machen wir so lange, bis das Ding voll ist. Oder wir haben keine 0,4er. Oh, wir haben 5. Das sind richtig schwere Bobbys. Oh. Anhänger ist voll. Haben wir noch viel? Ja. Wir haben noch viel. Aber das lohnt sich nicht. Wir fahren jetzt zum Schlachthof. Ah, da ist ja unser Gärresteverkäufer. Es ist nicht viel, aber es macht sich auch bemerkbar, ne? So einige tausend kommen auch zusammen. Ich habe ja noch die Lage da, müssen wir noch einen Ball müssen wir da auch reinbringen. Aber immer einer am anderen. Wenn wir jetzt nachher das Fleisch verkaufen, können wir ja gleich im Anschluss die BGH bedienen mit Silage. Schlachter ist. Sind wir hier richtig? Muss ich kurz überlegen. Marsch und Fahrt wollte ich eigentlich nicht machen. Zeitlich gesehen, ne? Hier unsere. Milch. Kann man so viel noch Milch verkaufen. Nicht Produkte vor allem. Butter, Sahne, Vollmilch. Da muss ich aber schauen. Wir haben Schweine drin, ne? Ja. Bahnhof. Ist rechts und links ist der Stall, der Schlachter. Sind wir hier verkehrt. Bremse ist zu schwach. Muss ich wieder umstellen. Das ist doch zu wenig genommen. Muss ich weniger nehmen normalerweise dann. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, welche Prozentzahlen das sind. Die 4 ist die Lenkung eigentlich getroffen. Wo die 14% steht, dann mache ich mal auf 4. Dann lenkt das sich ganz gut. Da sind wir schon. Ne, das ist nicht doof. Doch, doch. Das ist auch ein alter Schlachthof. Kommen wir nicht gut rein. Wo lassen wir die ganzen Schweine? So viele. Oh, das ist die Einnahmeernte. 9000, das ist hier unsere Gärreste. Das ist einmal ein 30.000 Anhänger und ein. Und einmal von 70.000. Von 70.000 ist nicht realistisch.
Ist ja auch, geht es ja ums Gewicht dabei, ne? Also das ist ja was zulässige Gesamtgewicht soll und ich glaube ja 40 Tonnen sein. So. Dann nehmen wir gleich noch ein paar Fleischstücken mit. Das ist der kleine gewesen. Der grüne, dunkelgrüne. Da haben wir den Punkt nicht genau erreicht. Oder es geht nicht, weil wir. Das kann natürlich auch sein. Werden wir gleich mal sehen. Wenn es nicht geht, dann müssen wir ganz kurz die ganzen Abfahrer pausieren lassen. Aber wie gesagt, das ist jetzt bei Schweinen ist heikel. Ne? Ich dachte schon, geht nicht. Gut, sei Dank. Gut, Fleisch brauchen wir nicht rausholen. Mit denen kriegen wir es ja nicht mit. Aber ich kann mal kurz gucken, was wir hier haben. Das geht eigentlich auch nicht. Schweine haben wir genug da. Fleisch. Ne, das ist doch 120.000. Wurst kann man hier auch noch sehen. Ja, das sind 94.000. So gut, auf zum Hof, den stellen wir zurück und dann nehmen wir uns den anderen Anhänger für Paletten und so ein Zeug. Aber vorher müssen wir nachher noch gleich den Düngerfahrzeuge auf nächste Feld schicken. Und da ist ja Anhänger schon. Ich hatte damals den anderen Anhänger verdacht gehabt. Aber gut. Das ist nicht gewesen. Junge, Gas geben. Die Zeit rennt. So, den fahren wir jetzt genau bei den Kühen. Dann können wir gleich an die Kälber umstallen, ne? Und dann die Ferkel normalerweise. Mensch, das ist so viel Arbeit. Der können wir da nicht hinstellen, dann kann der nicht losfahren. Dann meckert der auf. Oh, alle fertig, gut. Das ist ja auch Feld 11, ne? Ne, 1. Das ist Feld 1. Dann gehst du jetzt auf Feld Nummer 15. Muss mir auch alles gedüngt werden, ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn der fertig ist, dann haben wir ein bisschen Zeit. Erstaunlicherweise dachte wir hätten mehr Zeit. Aber zur Not, ja, im Extremfall können wir auf 1 spielen, ne? Aber da kommen wir ja nicht voran. So. Nicht kalt. Dünger, falls er abholen soll, ne? Aber man muss auch nicht abholen. Könnte man einstellen. Rein theoretisch, aber Dünger ist nicht angeschlossen. So. Kursgenerierung. Feld 15. Und ab geht die Post. Und lassen. Und gehst gleich auf das nächste Feld. Wer hat dann da den Deich gebaut? Jo, so ist das. Das ist Folge Nummer 2 heute. Ich habe ja jetzt keinen Stress. Habe jetzt frei. Und sonst hat er ein Stück aufgenommen, also die 7 Folgen für den Marsch.
Turing ist bis Freitag fertig. Wenn ihr die Folgen seht, ist schon vorbei. Ja, das ist. Der ist ein bisschen schwach, denn der hat nichts an der Weste, aber wie gesagt, für die Verhältnisse hier, so ein Düngenreiterdicker aus. Dann werde ich mal gleich mal den nächsten Fahrzeug im Anschluss, den freien Traktor gleich mal Dingsaussaat vornehmen. Hackschnitzel. Hier ist eine Wiese. Oh, hier ist nicht mehr so ein kleines, da hat er ja geändert. Dann fahren wir von vorne ran. Hier ist die Wiese, okay. Da drüben ist Raps. Dann machen wir die Wiese erstmal, ne? Und dann her Raps. Das waren die beiden Felder, 52 und die 44. Etwas ungünstig in Anführungszeichen. Weil hier ein Stück mehr, naja, da kann ich auch mit zwei Feldern arbeiten. Zwei Drescher, vielleicht auch einen dritten nachholen. Naja, aktuell geht's nicht, aber ein bisschen Glück verdient ein bisschen Geld. Also Fleisch ist da und Wurst auch. Und Bier ist auch da, das weiß ich noch. Da werden es auch locker drei Fuhren wären. Das ist kein Problem. Tja, was machen wir? Na, Heu machen wir mal nicht. So. Kursgenerierung. Ne, da. So. Dann gehst du gleich hier. Gleich rüber aufs nächste Feld. Punkt löschen. Großgenerierung. 18. Ja, die 54 mache ich auch noch. Dürfte Dünger reichen normalerweise. So. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen blöd gedüngt. Die Aussaat gemacht. Ein bisschen blöd, aber. Ja, gut. Das Pflügen. Pflügen wollte ich noch die 6, die 5. Das ist ja Wahnsinn. Den muss ich jetzt pflügen. Naja, die Aussaat hackt uns doch nicht so wichtig, ne? Geht eigentlich schon normalerweise, aber wir müssen pflügen. Dann pflügen wir erstmal. Planänderung. Ich meine zur Not. Wir haben ja noch Traktoren drüben. Haben wir nicht mehr. Ich dachte, da sind noch welche vom Mähwerk und so. Nee, das ist nicht. Das ist noch nicht mehr, also wir haben keinen frei mehr. Boah. Sind die alle unterwegs? Da hier Gärreste, zweimal einmal Milch, Wasser aktuell nicht. Den großen, den können wir mit den großen arbeiten, Mensch. Dann machst du die Aussaat. Hackschnitzel, wo das Maisfeld ist. Das ist voll gedüngt. Oder machen da am Hopfen ist so früh, bei plus 3 Grad Bodentemperatur. Da nehmen wir den großen Traktor dafür. Da haben wir noch einen großen da. Also Hacktus dürfte kein Problem sein. Ist ja eigentlich. Ohne verkehrt, ne?
Runde. Wenn ich es reinkriege, wenn ich es nicht kriege, muss ich was anderes machen. Pappeln. Pappeln war es gewesen. Aber wie gesagt, das ist normalerweise die richtige Maschine zu. Mal sehen, ob das geerdet kriege, ob das ein separates Dings brauche. Schneidwerk. Eigentlich nicht, nach Holland dürfte da nicht reichen normalerweise. Normalerweise. Oh, so Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Schon überzogen. Also mal tschüss und ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Morgen geht es hier weiter. Ja, also düngen, Aussaat und all die Arbeit, die im Frühling so einfallen. Anfallen und wir werden auch sehen, dass wir da ja geflügeln muss noch gleich nachher. Also, wir haben noch genug Arbeit. Also, tschüss, ciao, ciao, bis dann. Tschüss.